obwohl die Ereignisse der neuen Disney-Plus-Serie Andor 5 Jahre vor Episode 4 Eine neue Hoffnung und der Schlacht von Yavin angesiedelt ist, wurde jetzt in der 5. Folge enthüllt, dass die früheste Form der Rebellion die Notfallpläne von Imperator Palpatine und seiner verborgenen Welt Exegol beinahe entdeckt hätten. Wie vom Imperialen Sicherheitsbüro in dieser Folge bestätigt, gab es offenbar Aktivitäten der Rebellen auf der Wüstenwelt Jakku, einem wichtigen Planeten mit geheimen Verbindungen zu Palpatines Zukunftsplänen. Wie nah die Rebellen tatsächlich dran waren, will ich euch in diesem Video hier zeigen. Die in den unbekannten Regionen der Galaxis gelegene Sith-Welt Exegol war wie in Episode 9 der Aufstieg Skywalkers zu sehen war, ein unglaublich schwer zu findender und zu erreichender Planet. Dieser Umstand machte den Planeten natürlich zum perfekten Ort für den Imperator, um nach seinem Tod auf dem zweiten Todesstern in Episode 6 die Rückkehr der Jedi-Ritter wieder aufzuerstehen und die Galaxis aus dem Schatten heraus zu manipulieren, bis er bereit war, sich erneut zu offenbaren. Ebenso enthüllte die kanonische Aftermath-Romantrilogie, dass der Imperator auf der abgelegenen Wüstenwelt Jakku ein Observatorium errichtet hatte, das die Kartierung und Überwachung der unbekannten Regionen und vermutlich auch von Exegol selbst diente. In der 5. Folge bemerkte ISB-Agentin Dedra, dass hinter den Angriffen der Rebellen ein Muster steckte. Verschiedene Planeten wie Ferrix, Fondor und Kessel waren als Schauplätze jüngster Überfälle auf imperiale Einrichtungen genannt. Und auch Jakku wurde erwähnt, wo die Rebellen kürzlich imperiale Gerätschaften von der Wüstenwelt gestohlen hatten. Da Jakku zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Schrottwelt war, zu der sie nach der großen Schlacht zwischen der Neuen Republik und den letzten Resten des Imperiums in den Jahren nach die Rückkehr der Jedi-Ritter wurde, kann es sich bei der imperialen Einrichtung auf Jakku nur um das Observatorium von Palpatine handeln, da dies die einzige imperiale Einrichtung dort war. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Rebellen mit den dort gefundenen Daten zu der unbekannten Region nichts anfangen bzw. sich nicht erklären konnten, zu welchem Zweck sie dort aufbewahrt wurden. Hätten die Rebellen zu diesem Zeitpunkt allerdings von Palpatines Notfallplänen und seinem Interesse an den unbekannten Regionen gewusst, wäre das Imperium und alle Pläne des Imperators nach seinem Tod, die Macht zu behalten, wahrscheinlich gescheitert. Da die Rebellen diese Daten aber ignorierten, nutzte Großadmiral Ray Sloan nach dem Untergang des Imperiums das Observatorium und seine Navigationsdaten, um zusammen mit Brendel Hux und den letzten Resten des Imperiums einen Kurs in das mysteriöse Gebiet der Galaxis zu setzen. Die Rebellenzelle, die den Auftrag hatte, die Anlage zu Zeiten der Serie Endor zu überfallen, muss geglaubt haben, dass es sich um eine Anlage wie jede andere des Imperiums handelte. Hätten die Rebellen und die spätere Neue Republik von den dort gespeicherten Daten und ihren dunklen Geheimnissen gewusst, wären sie in der Lage gewesen, die aus der Galaxis geflohenen imperialen Überreste zu überwachen und vielleicht sogar zu verfolgen. Und wäre dies passiert, wäre es nie zur Gründung der ersten bzw. letzten Ordnung gekommen und Palpatines Rückkehr wäre ebenfalls gescheitert. Es ist auf jeden Fall äußerst erstaunlich zu sehen, wie nah die Rebellen tatsächlich an Palpatines Notfallplan dran waren. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie genau Palpatines Masterplan, die Galaxis zu beherrschen, aussah, dann klickt ihr gleich links auf das entsprechende Video. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt es mir wie immer gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.